Guten Abend miteinander, ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Blackout Radio. Am Mikrofon der Host mit dem Sphere's Most aus der Beast Coast. Mr. Ramsey, Ihre Begleitung von Black Soul. Hello, hello. Yes, sir. You already know. Blackout. Blackout. Wir sind heute nicht alleine. Wir haben einen weiteren Spotlight in der Building aus dem tiefsten Afrika. Amen. Yes, 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 yes. Yeah, boy, yeah, boy, yeah, boy, yes. OMP original mentality with personality. Biko Biko in the house. Yeah. Hello. You already know what to do. Yes, OG, yes. A veteran in the building. Haben wir da schon. Haben wir die hier können empfangen. Blackout Radio. Radio. What to do? Willkommen im Spotlight. Yes, danke schön, danke schön. Thank you so much. We out here, man. Blackout Radio. Yes, sir. Ja, es ist aber spannend, wo mit deinem Namen sorgst du sicher für viel Aufsehen. Denke so in der Black Community. Mm-hmm. Und du hast für mich auch Parallelen zum Bantu Stephen Biko selber. Mm-hmm. Mit deinem Movement, deinem eigenständigen Movement, das du schon kreiert hast hier in der Schweiz. Absolut. Kannst du noch sagen, ist das auch für die Inspiration gewesen, nachdem man dir wahrscheinlich erklärt hat, woher der Name stammt? Auf jeden Fall. Es ist lustig, ja, bis zu dem Namen, ja, viele Namen bekommen, kann man eigentlich sagen. Es gibt viele Namen, die ich habe bekommen, aber nachher, wo Shoutouts zum Big Mo, Big OG Mo, wo mir den Namen Biko gegeben hat. Und wo ich dann auch dementsprechend, ich habe immer schon gewusst über Biko, ich bin halb Südafrikaner. Ich habe natürlich immer gewusst über Steve Biko, aber ich habe mich erst dann nachher wirklich auch mit dem richtig auseinandersetzen und auch Steve Biko lesen und mich einfach darüber informieren und habe gesagt, ja, yeah, okay, ich glaube, wechseln kann ich den Namen nicht mehr jetzt. Im Print. Yeah, man. Yeah, man. Das ist sehr nice. Shoutouts an richtig Biko, ich kann natürlich nicht in seine Fussstapfen treten. Ich mache etwas anderes, aber wir kämpfen für das Gleiche. Yeah. Ja, du bist auch ein self-made Activist, wenn man so darf sagen. Yes. Von Black für Black. Also, ich glaube, in Vorgesprächen, wir haben schon etliche Telefonate geführt, etc. Und da war schon immer wieder die Rede, eben, dass wir sozusagen etwas wie wollen kreieren wollen, wo auch von uns, für unsere Leute ist, in dem Sinn, wo wenn man schaut, jetzt um uns herum schaut, die Landschaft, ist das meistens von anderen Leuten vertreten. Und wo quasi nicht allzu sehr mit dem Genre sozusagen sich identifizieren können, sondern einfach, die sind Fachmänner quasi. Yeah. Die sagen, das, wie ich studiert habe, einfach das Business an sich selber. Aber mit der Kunst selber und der Subkultur, Hip-Hop, nicht viel am Hut haben. Absolut, ja, bin ich sicher mit dir einverstanden. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass auch wenn du jetzt siehst, wenn du um uns herumschaust, ganz viele kreative Leute herum sind und auch was Black bedeutet im 2019, ist auch etwas, was man muss verstehen. Black hat nicht unbedingt nur mit der Hautfarbe zu tun. Okay, Black ist der State of Mind eigentlich im Ganzen und am Ende des Tages, oder Black oder White, ist eigentlich auch total gleich. Ja? Also es geht von mir aus gesehen darum, wir müssen Diskussionen führen von, man muss erkennen, wer wirklich kreativ ist, wer was an dich bringt, wer wo investiert, wer wo Sacrifices macht für gewisse Sachen und das sind die Leute, die dementsprechend auch in die Positionen gehören. Und nicht jemand, der wirklich kommt, am Morgen aufsteht, einen Kaffee trinkt, seinen Job machen und heimgehen will. Das ist mehr als ein Job. Es wird ist ein Fulltime-Job. Richtig, genau. Und vor allem, du auch durch das sehr viele Gedankensgut kreieren. Ja? Also, und die Leute kreieren nichts. Sozusagen. Das heisst, wir werden gesucht, wo das kreieren. Ja? Definitiv. Und ich finde auch, dort ist ja die Diskussion dass, mit einem Genre oder mit einer Kultur, die heutzutage die Popkultur dominiert, dass die wenigsten, die die Kultur oder von dieser Kultur stammen, quasi von dem auch wie können profitieren können. Ja. Und selber auch Sachen wie besitzen und auf die Beine stellen und etablieren in dem Sinn. Aber es ist dadurch auch spannend, weil du bist auch ein Plug.
für US Rap Veterans sozusagen. Yes. Also allgemein Veterans, aber vor allem spezialisiert für den US Rap Bereich. Yes, du hast schon etliche Legenden quasi in die Schweiz gebracht. Ja. Yeah. Mhm. Musst du schnell ein paar nehmen? Shoutout ROG, ich habe gerade vorher mit ihm telefoniert. Wir haben gesagt, ich werde mir Shoutout machen und Blackout Radio. Ja, yes, Shoutout. Shoutout ROG, aber natürlich nicht nur ROG, Mr. Cheeks, Cormega, Alcoholics. Wollt ihr noch schnell? Shoutout, yeah. Shoutout, ROG. Yes. Yes. This is Master Ace, A&E. Yeah, it's your man, ROG. My brother, Edo. Right about now, you tuned into the incredible Blackout Radio Show. Blackout Radio. Sesh. OGC overal, bro. You know what it do. Genau, ja, nee, richtig. Aber ich bin auch durch, ich habe nie, das ist vielleicht auch interessant, ich habe nie wirklich gesagt, ja, ich will das machen oder ich mache das. Ich bin einfach da gewesen und habe eigentlich jeden Moment von dem genossen und habe mir das alles wirklich aufgesogen in mir selber. Bin unterwegs gewesen draussen mit den Jungs und bin so durch das in die Sachen reingerutscht und habe das lernen. Mhm. Nicht wirklich mit der Absicht, ja, jetzt werde ich ein Booker oder jetzt werde ich das oder das. Ja, und dazu bist du, nebst dem, was sich noch erwähnenswert ist, du bist auch noch Mentor für viele Schweizer Hip-Hop-Acts. Also unter anderem, du hast ein paar begleitet, du hast Manager und das Ganze. Willst du noch schnell zu dem etwas einfügen? Vielleicht kann ich dazu etwas sagen, ist ja immer ein bisschen Mühe, aber es gibt viele Leute, die sagen, ja, zum Beispiel, ich bin sein Mentor oder ich habe das gemacht oder ich habe Mühe mit dieser Art von Diskussion. Für mich ist es mehr, wenn du mit mir an den Tisch hockst, dann versuche ich eigentlich zu machen, dass du verstehst, was abgeht. Ja? Dass du selber darüber nachdenkst. Nicht einfach etwas abgeben an jemandem und es aus der Hand geben und du musst es selber können haben und eigentlich geht es darum, Wissen weiterzugeben, was ich auch von irgendwo habe bekommen und ich auch immer noch am Lernen bin und auch mit Leuten muss reden, aber wie wir vorhin auch diskutiert haben, beim Kaffee trinken, ja, dass wir müssen auch immer weiterhin mit dem Zeitgeist gehen und das sind so viele Elemente, die da dazukommen, das ganze Digitale und. Definitiv. Von dem bin ich auch wieder konstant am Lernen und auch dementsprechend kann ich auch mit jemandem Jungs lernen, der natürlich auch mit mir an den Tisch hockt. Mhm. Das ist der ganze Austausch, den ich mache. Ja. Durch das kann ich natürlich an den Leuten, können wir dort Synergien nutzen und ich kann eigentlich vielen Leuten können durch das Spotlights ermöglichen. Ja, man sieht, jetzt bist du mal im Spotlight. Yes. Ganz viele da außen, die meisten gar nicht wissen, sind quasi, haben auch von deinen Ratschlägen und von deinen Beratungen können profitieren. Willst du vielleicht ein, zwei schnell erwähnen? Ja, sicher. Was jetzt gerade aktuell ist zu der Zeit, mit Leuten, die ich rede, die ich am Telefon rede, die ich am Tisch hocke und rede, ist sicher The Wear Generation 777. Shoutout zu Zürich. Shoutout, yes, ja. Yeah. Absolut. Ich hocke am Tisch zum Teil mit Leuten von Zürich Macht, Young M. Mit dem DJ Jesaja, Shoutouts auf Zürich. John Dara, Shoutouts an John Dara. Und nachher natürlich Mima, Bab School, Bab, Sisi, on est de la place, frère. Ici. Genau, das ist vielleicht so die aktuellsten Leute, die ich rede. Und ich bin natürlich auch in Bio dort. Außer was in Bio abgeht, gibt es immer wieder eine Diskussion und eine Tischrunde, wo man schaut, wie wir vorwärts kommen. Yeah? Super dope. Yes, und jetzt hast du mal etwas in Aussicht. Du hast einiges in Aussicht, definitiv. Yes. Und zwar hast du schon Upcoming Projects. Yes. Und unter anderem von eins davon Ausschnitt wird ja deine kommende Single sein, die morgen erscheint. Richtig. Willst du schnell selber announcen? Yes, nothing in between, man. Es geht darum, ich mache schon eigentlich sehr, sehr lange Musik und früher habe ich niemanden wirklich gefunden, der uns etwas hat können erklären. Durch das habe ich mich einfach selber informiert und dann habe ich einfach weniger Musik gemacht. Wenn ich heute meine Musik höre, die ich gemacht habe mit 15, 16, ist es nicht mehr wirklich mein Gedankensgut, das ich heute mitbringe. Von dem her, es geht wirklich sehr um sehr viel Positives und es geht darum, dass eben nichts, nothing in between, mir lässt nichts dazwischen kommen, seine Wünsche, seine Träume, nichts dazwischen kommen, seine Brüche, nichts dazwischen kommen, seine Familie, nichts und so weiter. Genau. Fam over everything. Yes, sir. Nein, ist super dope. Jetzt hören wir dann von Ihnen, Premiere hier on Blackout Radio. Wir tun uns ebenfalls auch hier schon verabschieden. Vor heutigen Session. Blackout.
Hey, toen een hartse begrüße zu der Weekly-Ausgabe von unserem Blackout Quiz. Hier mit Biko in the building. OG, yes, Veteran. Yes, und da hat es wieder mal unser Entweder-Oder-Spiel in diesem Quiz. Es hat zwei Sachen, die ich beschlossen habe, die dir am besten entspricht. Dann kommen wir noch zu einem Second Part, wo Finish the Sentence heisst, wo er Satz muss ergänzen. Aber wir starten mit Entweder oder, und zwar Best MC Veteran aus der Schweiz, Griot oder Nega? Nega. Best MC New Era, Xen oder Native? Niggas is trying to kill me over here, brother. Madrilla. Yeah, you coming at me, brother. You're looking for trouble. Not at all. All of that. Is it Entweder oder? All of that. Yo, he be banned, yeah? All the way native. Native. Okay? Salute. Yes. Finish the sentence, sind wir jetzt angekommen. Mm-hmm. Und zwar, in 10 Jahren bin ich... Alright, Zaya, I'm out of here, man. I'm out of here. I'm on the beach. I'm still grinding. Genau. Sehr gut. Das macht für mich der Complete Artist aus. Oh, Intelligence. Darf ich zwei Sachen sagen? Darfst du sagen, was du willst? Wie viel du willst, natürlich. So viel mehr. Okay, ich sehe, Intelligence, Love, you know, compassion and most definitely consistency. Alright? Yes. I see you. Kann man dann schaffen, oder? Yeah, definitely. Und zuletzt noch auf der Parkliste von der Survival Trip von 60 Tagen steht, ich darf nur Musik von 3 Künstlern konsumieren während dem gesamten Aufenthalt. Mhm. Die wären? Most definitely Scarface. Für mich ist sehr persönlich, Scarface müsste auf jeden Fall dabei sein. I will have Philip Bailey. Wenn ihr das kennt, wenn ihr es nicht kennt, Philip Bailey. Children of the Ghetto. My brother. Yes, sir. Know what they do. Yes, sir. Etwas Classics müssen wir mitnehmen wahrscheinlich, oder? Ich würde wahrscheinlich, wenn es Survival ist, ja? The Last Days. I'm rolling with Pac, man. Okay. Da ist ja genug Material. Genau. Für die 60 Sekunden abzudecken. Yes. Nein, das ist safe. Okay. Sind alle die Fragen ehrlich beantwortet worden? Absolut, ja. Yes. Das freut immer für authentische People. Herzlich willkommen hier. Appreciate you. I already know what to do. Salute. Yes, sir. Blackout.